Tja, das war eine Grundsatzentscheidung, dass ich gesagt habe, ich möchte dort immer drin bleiben. Denn ich glaube eben daran, dass ich noch nicht gut genug bin. Da ist noch Potenzial, da steckt noch Chance, da steckt noch Möglichkeit, immer wieder zu gucken, wo geht noch was. Und auch ein gewisses Qualitätsniveau zu halten. Das ist für mich unglaublich wichtig. Außerdem habe ich einfach eine Menge Lust, eine Menge Bock, eine Menge Enthusiasmus, dort in neue Themenfelder einzusteigen und neue Themen zu entwickeln. Das macht mir einfach unglaublich Spaß. Und das ist auch genau in meiner Vision. Und deswegen tue ich das gerne und da gehört auch zu, sich die Experten zu holen. Man denkt jetzt immer gerne, ja, du bist doch Coach, dann brauchst du doch keinen. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Genauso wie der Herzchirurg sich nicht selber am Herz chirurgiert und der Gehirnchirurg sich nicht am Gehirn rumchirurgiert. Das macht man einfach nicht selber, weil man ist dort in einer Scheißposition, das zu tun. Deswegen hole ich mir da auch Profis, mit denen ich arbeite.